darf da Goodies aus dem Archiv des Filmcasinos auspacken. Und ich sehe schon da Tetsuo 1 und 2. Tetsuo der Iron Man, ein legendärer Industrial-Kultfilm. Eine Soundtrack-CD, eine Videokassette, da kann man gleich ganz viele Erinnerungen hoch. Irrsinnig viele Programmhefte und Flyer. Und ich denke mal auch Pressehefte und Fotos dazu. Bodyhammer. Plakate, glaube ich auch. Da kommen wirklich Erinnerungen hoch ans Jahr 1989. 1989 ist dieser Film erschienen und ich glaube, also das Filmcasino gibt es ja auch seit 1989, dürfte im ersten Jahr damals uraufgeführt worden sein. Ich habe den Film zuvor schon gesehen auf Video, falls sich an das Medium noch jemand erinnert, in einer komplett verrauschten Kopie. Das war, glaube ich, die dritte Kopie. Der Film ist ohnehin auf Schwarz-Weiß gedreht und hat ohnehin schon sehr grobkörnige Bilder, aber es war eine glaube ich, dritte Kopie. Man hat kaum mehr was erkannt, aber trotzdem war das Ganze irgendwie magisch. Im Filmcasino dann in besserer Qualität zu sehen gewesen. Vom Regisseur Shinya Tsukamoto. Das sind Plakate, Tetsuo 2. Also Tetsuo 1 ist 1989 entstanden in Schwarz-Weiß, Tetsuo 2 in Farbe dann 1992, wenn ich mich richtig erinnere. Und Shinya Tsukamoto kommt aus der japanischen Experimental-Theater-Szene, hat mit billigsten Mitteln diesen Film gedreht, wo es so um Technophobie geht, um den Moloch-Großstaat, um die Verwandlung von Menschen in metallartige Wesen. Eine richtige Story kann man da jetzt nicht so richtig rauslesen. Das Ganze ist sehr performativ und sehr von der Industrial Culture beeinflusst. Und die Tetsuo 2 1992 war das Ganze dann in Farbe mit ein bisschen höheren Production Values und noch überdrehter. Ich kann mich auch erinnern, Shinya Tsukamoto war damals bei der Biennale 92 von Alexander Horvath eingeladen. Das sind Plakate vom ersten Teil, schwarz-weiß Plakate. So ein richtiges Tetsuo-Archiv. Und ja, ein sehr, sehr zurückhaltender, stiller japanischer Filmemacher. Und ich durfte ihn dann Mitte der 90er Jahre für ein Magazin in Tokio besuchen. Der Mann, dessen Filme da von Technologie, Industrial Culture, dem Moloch-Großstadt handeln, der ist in Person eigentlich das genaue Gegenteil gewesen bei dieser Begegnung. Wir haben ihn im Tetsuo World Office besucht, haben ein Fax bekommen, gibt es auch nicht mehr Faxe, ins Hotel im Tetsuo World Office sollen wir besuchen. Das war seine Privatwohnung in einem außerhalb gelegenen Stadtteil von Tokio. Und ja, eine winzige Wohnung, vollgestopft mit Filmrollen, Plakaten, Büchern. Dort hat er gearbeitet und gelebt. Und habe dann auch ein längeres Interview mit ihm gemacht. Nochmal Tetsuo Bodyhammer, Plakate von diesen beiden Filmen. Und nach dem Interview gab es dann eine Fotosession und mir ist in Erinnerung geblieben, Tsukamoto wollte unbedingt inmitten von blühenden Kirschbäumen fotografiert werden. Er ist nämlich ein totaler Romantiker und eigentlich hasst er all das, was in seinen Filmen gezeigt wird. Das heißt, die Filme sind so eine Art Exorzismus für ihn, sein Weg umzugehen mit ja, Tokio als Großstadt. War eine sehr eindrucksvolle Begegnung, gerade durch die Sanftheit. Da sind ganz viele Tetsuo-Plakate drin. Das sind Plakate, Postkarten, Folder, Pressehefte und Diasätze. Wahnsinn. Unglaublich. Da ist Tsukamoto selbst. Im Tetsuo 2, das sind alles Bilder aus Tetsuo 2, sind hier unzählige Promomaterialien. Ich glaube, ich wühle mich da noch eine Zeit lang durch und ja, unbedingt anschauen.